Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei einer neuen Episode The Walking Zombie 2. Und wie sich das gehört, drücke ich erstmal den falschen Knopf und wir starten natürlich damit, dass wir unseren kostenlosen Kram einsammeln. Schöne Waffe. Aber die kostet echt Geld und ich drehe hier am Rad. In der Aufnahmesession habe ich schnellere Bewegung für eine Stunde. Das ist doch ganz nett. Warum nicht? Damit kann man leben. Wir haben schon Aufträge angenommen. Und ich glaube, hier hinten ist nur wieder meine kostenlosen Sachen abholen. Das interessiert mich nicht. Ich würde sagen, die Hochzeit wird zum Schluss gemacht. Das heißt, wir müssen zunächst einmal medizinische Ausrüstung sammeln für die andere Person. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau der Fall war. Ist schon länger her, dass ich gespielt habe, weil ich ein bisschen im Voraus aufgenommen habe. Und mal gucken, wie gut ich mich schlagen werde. Also erstmal ein bisschen durchsuchen hier. Naja. Das bisschen Betäubung ist nicht schlimm. Welche Überraschung. Am ersten Ort ist nichts zu finden. So, mal wieder ein paar Zombies töten hier. Länger ist es her bei mir. Töte die heranströmenden Zombies. Zwei große sehe ich. Ein Footballer sehe ich. Gut, dass ich eine Stunde lang schneller bin. Weil das heißt, ich werde ihm aus dem Weg gehen können. Und ich würde eigentlich gerne die Zombies möglichst hier mit dem Fass erledigen. Und das wird mir auch gelingen. Die kommen relativ gut ran. Zumindest die beiden Großen kriegen ordentlich Damage, wollte ich sagen. Aber so viel ist das gar nicht. Schade. Aber wir haben ja noch zwei Fässer hier liegen, die wir mitnehmen können. Wobei ich glaube, die werden kein so großes Problem darstellen. Den Damage, den sie mit ihrer Seuchenkotze machen, ist jetzt auch nicht so groß. Weswegen ich da gar keine große Angst habe, irgendwie sterben zu können. Und vor allen Dingen die letzten drei Zombies sind auch gleich down. Da sieht das doch ganz gemütlich aus. Schauen wir mal, was es jetzt hier an medizinischer Ausrüstung gibt. Ich wollte schon sagen, diesmal schaue ich, ob hier Fallen sind. Ich höre auf jeden Fall Zombies kommen. Aber da haben wir... Wo kommt die Falle jetzt her? Oh, ich kriege ein Medkit. Dankeschön. So, Hundi, tut mir leid. Eigentlich habe ich Mitleid mit euch Hunden, aber wenn ihr mich angreift, ist es Selbstverteidigung. Also ein paar Dietriche sind immer gut. Vor allem, weil hier eigentlich sonst häufig so ein Tresor ist, aber diesmal leider nicht der Fall. Gut. Müssen wir euch ganz kurz mal die Köpfe stutzen, damit ihr wisst, was Sache ist und wer der Chef ist hier. Und dann durchsuchen wir die letzte Stelle nach medizinischen Gütern. Wahrscheinlich in der Kirche, oder? Ne, wir müssen nochmal Zombies töten. Okay. Das war schlecht. Perfekt. Dich haben wir erledigt. Euch erledigen wir auch. Und dann wollen wir mal schauen, wie die Hochzeit ablaufen wird. Da bin ich gespannt, ob da irgendwas dazwischen kommen wird. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn da halt auch ein riesen Zombie-Andrang wäre. Und wir da mit einigen Problemen zu kämpfen haben. Dich nehme auch noch mit. Vielleicht hast du schön Loot für mich. Ja, natürlich geht's in die Kirche. Das war zu erwarten. Hier ist eigentlich immer dasselbe Prozedere. Vor der Kirche, da hinten und dann eben in der Kirche. Oh. Okay, wir haben solche. Da gehen wir lieber auf die AK. So, die Nummer 1 haben wir schon mal tot. Zweiten haben wir tot. Ich könnte mich hier... hinter dem Vorhang verstecken. Wenn es sein müsste. Aber muss nicht sein.
Denn du bist auch tot. Zwar auch nicht Damage kassiert, aber ist ja nicht schlimm. Okay, neue Fallenart, schön. Gut zu wissen, hier wird sicherlich Materialien sein. Weil ich meine, ich sehe ja schon Medkits ohne Ende. Und weh, die kann ich nicht mitnehmen. Ja, schön, einmal mitgenommen. Klettere die Leiter hoch. Ich denke eher runter. Aber hoch, runter, runter, Hauptsache. Wer empfängt mich? Niemand. Dann machen wir ganz schnell Schluss und ich würde sagen, wir fahren. Mission abgeschlossen, die medizinische Ausrüstung ist schon mal gesammelt, aber ich will ja gar nicht in die Stadt. Ich will weiter hier runter zur verlassenen Fabrik, wo wir den Roboter zusammensetzen, das 100 Pro zum nächsten Endgegner mutieren wird, oder der 100 Pro zum nächsten Endgegner mutieren wird. Nimm Teile des Roboters. Das kann nur schief gehen. Das ist ja das Schlimme. Das ist so typisch Hybris. Okay. Habe ich irgendwie Granaten oder so? Habe ich nicht dabei. Medkit habe ich 3 dabei. Das ist okay. Eine Granate habe ich sogar für den Fall der Fälle. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich von der anderen Seite schweißen. Ich hätte lieber gern die Greifarme dran. Wenn ich ehrlich bin. Das wird ein fieser Gegner. Ja, nee, will ich nicht. Also Benzin ist noch okay, aber Vitamin Blue will ich nicht. Das kann nur schief gehen. Oh, ich darf ihn testen. Das ist schon wieder cool. Los geht's. Okay, das ist in Ordnung. Gut, dass ich den gebaut habe. Dann kenne ich seine Schwächen vielleicht. Er ist sehr langsam auf jeden Fall. Ich hätte es gern selbst gemacht. Lass mich ihn steuern. Das muss ich CJ ausreden. Die Waffe ist viel zu mächtig. Okay, die Mission ist zu Ende. Wahrscheinlich wird CJ nicht sehr zufrieden sein. Aber nun die Hochzeit. Ich finde es schön, dass wir hier, wo wir das erste Mal Liebe gemacht haben, oder uns geliebt haben, die Hochzeit stattfinden wird. Entlade die Fracht. Jawohl, Chef. Oh, schön, Essen. Na, ist eine schöne Feier hier. Kann man sicherlich mit leben. Und dann bereite ich mal alles für die Hochzeit vor. Platziere die Ladung. Jawohl, Chef. Bringe die Ladung aufs Dach. Oh, okay, wir kommen nach oben. Das ist schon wieder gut. Schöner Überblick. Bereite alles für die Hochzeit vor. Mal schauen, was noch gemacht werden muss. Ich habe meinen Hochzeitsplaner dabei. Zombies. Okay, nur noch 2 Polizisten. Ehemalige Polizisten. Also, wir haben Essen, wir haben Trinken. Der Empfang ist soweit fertig. Muss ich mich noch umziehen, oder? Da stand gerade noch was. Spiel auf dem Klavier. Das höre ich jetzt nicht. Vom Grammophon höre ich nichts, aber gut. Ah, wir sind oben auf dem Dach. Sehr schön. Wir nehmen alles. Und dann schauen wir mal. Etwas später.
Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns heute versammelt, um diesen Mann und diese Frau in den heiligen Band der Ehe. Und jetzt frage ich dich, Chica, nimmst du diesen Mann zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann? Ja. Und du, nimmst du diese Frau zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau? Beantworte die Frage des Ältesten. Oh, sie schaut schon so böse. Yep. Ja, will ich. Oh. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Irgendwie scheint sie links nicht sehr zufrieden gewesen zu sein. Und der alte Mann hinten, wo ist er? Sie scheint nicht sehr glücklich darüber zu sein. Und er hat vorhin gegähnt. Das habe ich genau gesehen, dass du gegähnt hast. Aber gut. Das ging jetzt überraschend schnell. Dann fahren wir noch ganz kurz zurück, holen unser kostenlose Sachen und wir stellen uns der Begegnung. Ist das doch nicht schlimm? Oh, Norman. Hallo Fremder, ich bin gestürzt und habe hier etwas von der Ladung verloren. Ja, was denn noch? Ich kann sie nicht finden, weil mein Geländescanner kaputt ist. Kannst du ihn reparieren? Bekomme ich dafür eine Belohnung? Na schön. Wie viel willst du? 400 Silbermünzen. Okay. Repariere den Geländescanner. Oh. Ich gehe erst hier hinten klauen. Wir haben neue, Dietriche bekommen. Also will ich die auch nutzen. Wow. Was ist denn los hier? Konzentration. Na also. Perfekt. Wo ist denn dein Geländescanner-Teil? Oh. Ja, das ist anscheinend direkt hier. Ach so. Das da. Wo muss ich denn hier hin? Nach unten. Ja, okay, easy. Kein Problem. Erfolgreich. Hier, Junge. Danke, der Scanner zeigt mir, dass die Ladung an einem hochgelegenen Ort ist. Mit dieser schweren Ausrüstung komme ich dort nicht hin. Was willst du noch? Kannst du sie für mich holen, da wir beide Laufburschen sind? Ja, ja. Warum auch nicht? Ich muss hier ganz kurz meine Leiter suchen, Leute. Das war übrigens dumm, hier reinzugehen. Fiel mir kurz darauf ein. So, nehme ich die so lange? Und wenn ich jetzt schon die ganzen Sachen, die ganzen Leute hinter mir habe, können wir eigentlich auch noch ein bisschen looten. Da muss die Leiter hin. Gut, ich hole euch mal alle hier weg, weil ihr nervt mich sonst. Am meisten nervt mich ehrlich gesagt er, nicht der Kotzer. Guck mal, greifen sie Norman an? Nee, scheint nicht so. So, einmal die Leiter hochklettern. Das schöne Ding nehmen. Wieder runterklettern. Yo, Norman, ich hab was du willst. Es war mir ein Vergnügen. Plus 5 Karma. Ich hab kein Geld bekommen, oder? Oh, wir sind noch nicht fertig. Wenn ich jetzt gehe, verliere ich alles. Wo muss ich denn hin? Wir räumen erstmal hier hinten auf. Und wenn alles tot ist, was mir nicht gefällt, werden wir nochmal schauen, wie wir hier weiter vorgehen müssen, können, sollen, wie auch immer. Okay, du gehst mir ein bisschen auf den Sack, Kotzer. Da bin ich ehrlich. Der Strahlungstyp geht mir auch auf den Sack. Ihr seid langweilig, ihr Zombie-Würmer.
Wir kriegen ordentlich Loot, wenigstens von den Zombies. Wenn auch nichts von dem Heini Norman. Ich denke, das war's. Ja, jetzt können wir weitergehen. Toll. Anscheinend war ich zu schnell für das Spiel. Das Spiel hat sich gesagt, nein, noch darfst du nicht gehen. Ich hole mir nur ganz kurz hier meine Sachen raus. Kostenlose Munition und einen kostenlosen Verbandszeug. Und dann fahren wir zurück in die City of the Sun. Wir reden mit allen, dass unsere Aufgaben beendet sind. Wir stellen uns aber noch eine Begegnung. Warum sind wir hier im Wald? Und es ist wieder so ein Haufen Kacke. Nee, es ist Loot. Da habe ich doch kein Problem mit, würde ich sagen. Und wieder weiter. So, dann reden wir mit allem und dann schauen wir mal, was uns in der nächsten Folge so erwartet. Ich fange hier drüben an, bei Phoebe. Yo, Phoebe. Hat Erfolg. Ich erledigen wollten. Hier ist eine Belohnung. Dankeschön. Der scheint es doch pudelwohl zu gehen. Gut. Warte beim Friedhof auf einen Typen, der die medizinische Ausrüstung gefunden hast, nimmt. Alles klar. Chef. Dann reden wir jetzt nochmal unten in der Blue Gang. Mal gucken, ob Chica was von mir will. Auf jeden Fall müssen wir CJ sagen, dass dieser Roboter eine dumme Idee ist. Und danach reden wir noch ganz kurz mit unserer Frau. Aber vorher CJ davon abbringen. Wie schaut's aus? Edith, das war die Hölle. Was ist mit dem Roboter? Roboter? Ich muss darüber mit dir sprechen. Ich bin doch schon da, warum komme ich nochmal? Wie liefen die Tests? Die Waffe, die wir gebaut haben, ist zu mächtig. Wir sollten sie loswerden, bevor etwas Schlimmes passiert. Ich glaube, er wird nicht sagen. Sieht so aus, als ob wir uns da nicht einig werden. Oh. Okay, ich kann doch nicht mit Chica reden. Wie es weitergeht, seht ihr aber erst beim nächsten Mal. Kleiner Cliffhanger, es tut mir leid, das war nicht geplant. Ich hätte sonst erst mit meiner Frau gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid froh, dass wir geheiratet haben und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei The Walking Zombie 2. Bis dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.